echt einen auf die Nuss? So einfach ist das. Tja, uns wird so bei die Nuss, ey. Du musst die Tür immer machen, ne? Einfach die Dose mit den Zähnen aufmachen. Ja, ich glaube, ihr verarscht mich gerade. Nein, nein, nein. Also, strukturelle Klammermord habe ich als Belohnung oder Molotow-Cocktail. Ich entscheide mich für die strukturelle Klammermord, weil ich habe Angst vor. Cocktailteile, das kann ich mich noch dran erinnern, das ist ja nichts. Ja, ja, da stehe ich selber in Flammen. Nein, keine Schrunze, Lisi. Dann gib ab, da gibt's ein bisschen Kohle. Ich habe strukturelle Klammermott. Oh. Ja. Oder Schrotflinten-Entenschnabelmott. Schrotflinte haben wir noch nicht. Nimm die Klammermott. Und jetzt einfach abschließen, oder was? Ja, genau. Ja, dann kriegst du auch ein bisschen Kohle. Hab ich nicht, oder? Doch. Du hast doch goldene also Geld immer ein bisschen. Jetons aus Dukes Casino. Hast du ah, Jeton aus Dukes Casino. 330. Okay. Ich hab Geld verdient. Ja. Ich hab Geld verdient. Ich krieg hier ein Buch. Er kann auch so ein Buch. Ein Bogenschießen für Ranger. Ein Bogenschießen nehmen wir auf jeden Fall, ne? Super, und, ja, genau. Mhm. Und Jeton, so komm, jetzt pack um. So, das ist doch very nice. Ich würde sagen, ihr Lieben. Ja. Ist das eigentlich alles an Zombies oder kommt da auch mehr? Also, wenn eine Wanderhorde kommt, da sind auf einem Haufen dann auch mal 5, 6, 7, 8, so ungefähr. Ja, das stimmt. Das können Zombies sein, das können aber auch Hunde sein oder Bären oder Geier. Ja, Hunde wären im Moment jetzt eher sehr ungünstig. Weißt du? Gut, warte, ich guck. Ja, das stimmt. Was stimmt? Micky hat gesagt, Klammermod auf die Axt. Auf die Axt, genau. Kann man auf Waffe oder auf Werkzeug, aber auf Werkzeug ist es natürlich dann, weil es sich weniger abnutzt, glaube ich, gell, oder? Ich glaube, die Russen kommen, oder waren die schon da? Ich weiß es nicht. Übrigens kannst du die Dosen, die leeren Dosen, kannst du zerlegen. Genau, da kriegt dann kriegst man du Eisen oder wir irgendwas. Haben schon, was, das ist die Uhrzeit 19:32 da oben. Wollen wir in das, was wir gelootet haben oder hier vielleicht in dieses hübsche kleine Motel mal gucken? Kommen wir in das hübsche kleine Motel da. Juhu, na dann. Huhn, Hase. Oh. Wo, Essen. Hier. Stirb. Easy, natürlich easy. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich was anderes genommen hätte als easy. Komm nicht hinter dem her, ich bin zu lahm hier. So, wir gehen jetzt ins Hotel. Guck mal, der hat sogar eine Hintertür, da können wir hier reingehen. Das Schöne ist, hier ist ein Zaun drum. Dann hast du ein bisschen Sicherheit. Natürlich ist das andere Ding da ein bisschen... Und hier ist jetzt aber auch keiner drin, oder was? Doch, natürlich. Oh, hier sind welche drin und du... Warte mal, sollen wir mal reingucken? Möchtest du lieber... Nein, wir gehen hier rein. Sollen wir mal hier reingehen? Die Tür ist verschlossen. Hier ist der Locus. Hier, guck mal da. Locus. Ich würde sagen, wir suchen uns einen Eingang, damit wir hier nichts kaputt machen. Wollen wir hier heute Nacht bleiben? Sieht schick aus. Mal gucken, wie es so... Oh, warum muss ich... Ich habe hier einen offenen Raum gefunden. Kommt mal bitte rum. Apartment Nummer 3 ist offen. Die beiden sind gut. Eine rennt hier rein, die andere rennt da rein. Und ich bin vorne, da wo die Eingangstüren sind. Ja, ich bin also... das war offen. Ach so, das war offen. Okay. Ja, war wirklich... Da steht einer. Ja, guck mal. Hier ist auch. Andrina, willst du? Nee, nimm mal. Hier ist garantiert auch jemand drin. Und zwar, geh mal in die Hocke und schieß mal auf dieses Ding, was dazu ist, mit den Lamellen. Den Schrank, oder was? Ja. Schieß mal da drauf. Hier. Nee, das ist nur ein Durchgang. Doch, da sitzt einer. Aber ich weiß nicht, ob es ein echter Zombie ist. Nee, das ist nur eine Puppe. Wo seid ihr denn jetzt? Vorne, wenn du vorne rumläufst, Apartment Nummer 3, also Zimmer Nummer 3. Aua. Wir befinden uns in Zimmer Nummer 3. Ist das so ein Bild, was man kaputt machen kann? Ja, haut hoch. Jawohl. Oh, das war der Fernseher. So, siehst du, hier gibt es eine schöne Dusche. Hier sind zwei Stück drin. Ich mach mal kurz Tür zu. Bist du bereit? Ja, nein. Sicher? Ich habe keine Energie mehr. Kommst du ein Stück zurück? Oh, die hat mich gehauen. Ja, Vorsicht. Gut gemacht. Du hast aber ein hässliches Kleid an. Hier, guck mal, jetzt kommt hier ein kleines Sahneschnittchen um die Ecke. Oh Gott, was ist das denn für eine? Hilfe! Oh, jetzt hab ich dich gehauen. Aua. Ungünstig. Also, irgendwie sind sie falsch abgebogen. Fertig, du kannst mich nicht hauen. Wir haben PvP aus.
Ja. Oh. Gut. Oh, was liegt hier unten? Ja, jetzt. Oh, ist das widerlich. Hier, und hier sind immer die Verbindungen zu den einzelnen Zimmern. Guck mal, hier sind wir ja reingekommen. Hier kannst du looten. Ja. Aber ich würde sagen, hier sind wir, da das Eisentüren sind, sind wir safe. Mano! Ja, ich bin hier. Hier. Komm, wir sind hier. Das ist widerlich. Also, hier haben wir jetzt schon ausgeräumt. Ich habe eine Brille gekriegt, die setze ich jetzt auf. Was ist hier? Ist hier irgendwo eine. Irgendwo eine... Ich habe eine nerdige Brille. Oh, eine Schlange ist hier. Eine Schlange? Ja. Ihr habt nicht gesagt, dass man hier. Warte, hier ist irgendwo was. Hier sind wir doch hergekommen. Hier ist safe. Also wir sind auf jeden Fall safe. Dann sind die nebenan in dem Apartment. Hier ist eine Schlange. Die habe ich gerade. Hier ist so. Aber der randaliert da. Mhm. Hier durch den Empfang. Ich empfange niemanden. Kaffeemaschine, komm, Kaffee. Nein, voll. Da, ich sehe den, warte mal. Oh, warte, ich komme hinter dir. Warte. Kann ich den schießen? Ja. Bleib stehen, okay. Ich will dich schießen. Geh weg. Zurück, du musst ein Stück zurück. Genau. Ist der tot? Nein, der steht nochmal auf. Hilfe. Gut. Alles gut. Komm zurück. Oh mein Gott. Ihr seid so scheiße, warum muss ich das spielen? Ich mach mal hier die Tür zu, dann kann keiner reinkommen. So, und jetzt können wir uns hier in Ruhe umschauen. Ich habe schicke Schuhe gekriegt. Warte, was ist das denn? Schicke Cowboy-Stiefel. Passen die zu meiner Hose? Ja. Natürlich. Zu dem Läppchen passt. Ui, jetzt bin ich ja schon fast schick, wa? Ja, aber sowas von. Ihr habt noch keine Schuhe, ne? Hier ist noch Gepäck. Ich guck mal rein, vielleicht finde ich immer Gepäck. Mal Abteil, mal. Möchtest du meine Schuhe haben, Manu? Nein. Lass die mal an. Genau. Alteisenrüstung auch anziehen. Ja. Alteisenrüstung. So, hier gibt's ja auch noch ein Dach, ne? Da können wir auch mal gucken gehen. Hm. Ich habe auch Durst. Aber ich habe gutes Wasser gefunden. Rüstungswert, Explosivwiderstand, kritischer Rüstungswiderstand. Wirklichkeit, Geräusch. Aber die klappern, oder? Wer klappert? Geräuscherhöhung 20%, die klappern. Vielleicht. So, ich nehme den Stuhl mit. Den kann man nämlich zerlegen, dann kriegt man Leder. Wenn du Wasser hast, komm mal her, ich geb dir mal. Ich habe Hunger. Hunger kann ich dir das geben? Nee, ich hab ja was. Ach so. Manu, hast du Hunger, Durst? Durst, Hunger geht auch im Moment noch, zur Hälfte. Okay, dann nehmen wir die erste, was ich rausgeworfen habe. Das ist ein gutes Mineralwasser. Habe ich nämlich gerade 4 Stück gefunden. Hier, in dem Säckchen. Sollten wir überlegen, wo wollen wir, bleiben wir heute Nacht hier? Wollen wir in das andere Gebäude? Ja, wir bleiben hier. Wollen wir noch aufs Dach schnell? Ja, würde ich sagen, oder? Was komm, wir gehen wir mal in den Dach Hinterhof. Steigen? Weil hier sind halt Metalltüren. Also nicht unbedingt hier, ich würde in das andere Apartment gehen. Weil hier ist vorne die Tür offen, das ist ein bisschen ungünstig. Was war das jetzt? Ich war hier an dem Automaten und habe reingeguckt. Da gibt es tolle Sachen. Yucca-Smoothie, Dose Lachs, oh Scheiße-Drops und so weiter. Oh Scheiße-Drops, also wenn dann... Oh Scheiße, was ist denn das? Oh Scheiße-Drops. Braucht man leere Wassergläser? Ja. Da können wir Wasser auffüllen und uns abkochen. Wir müssen ja Wasser abkochen, aber hier ist nichts oben drauf. Wenn das für ein lahmes Dings. Doch! Waren wir hier drin? Ja, ne? Ja. Doch schon, ne? Gibt's hier kein Hauptblut? Was ist das für ein Kackgebäude? Warte mal, hier ist noch was, aber ich weiß nicht, ob das ein anderes Gebäude ist. Wo? Okay. Hier ist noch ein Loch. Oh, hier waren wir nicht drin. Da waren wir nicht drin? Glaube ich nicht. Oh. Nein, da waren wir nicht drin. Pass auf, Manu! Oh Gott, was macht ihr denn? Wir drücken uns. Ich hab keine Ausdauer. Lebt er noch? Jetzt nicht mehr. Nicht mehr. Alles gut. Ja, alles gut. Kannst aufhören. Oh Gott. Ich muss sicher gehen, ob der tot.
Ja, sicher. Diese kleinen Konservendosen Ansammlung. Munition. Oh. Bald ist 22 Uhr. Was passiert um 22 Uhr? Ja, Nacht, ne? Dann ist Nacht. Dann kommen die bösen Jungs raus. Guck mal, hier vorne ist auch noch Nadel und Faden, Winterbekleidung. Bereite dich auf den Winter vor, indem du lernst, wie man Flanellhemden. Ja, möchtet ihr das lernen? Sehr schick. Mach mal. Ja, lern mal. Ja, ich habe noch eins davon. Hier ist auch noch Munition. Da kannst du gucken, hier noch Munition. Aber ich glaube, hier sind wir über der Rezeption, gell? Also können wir hier zu. Ah, scheiße. Was? Hallo, wo wollen wir denn hin? Aber ist ja egal. Ja, dann komm. Ich gehe mal vorne aus der Tür raus, ne? Ja. Andrina, komm, was ist jetzt? Jetzt mach der Händler zu. Komm mal runter. Wo? Durch das Loch springen. Ja, so, und jetzt suchen wir uns hier ein schönes Apartment Nummer 3, war doch ganz schick. Apartment Nummer 3. Apartment Nummer 3 oder 1 oder 2. Wer hat hier die Tür offen gelassen? In dem Fall der Fälle hast du Nadel und Faden dabei singen. Ah. So, rein hier. Hopp jetzt. Und Tür zu. Und Tür zu. Kann man jetzt die Nacht jetzt wegschlafen? Nein, ne? Nein, kann man leider nicht. So, ich würde sagen, hier hinten sind wir eigentlich safe. Ich baue uns mal hier im Bad ein schönes Feuerchen. Im Bad? Oh, wie schön. Ja, vielleicht können wir ja was... Ich habe doch schon einen Grill. Nein, ich muss den Grill holen. Der ist in dem anderen, in der Kiste. Du, es ist ja gleich 22 Uhr. Ja, ist doch genau nebendran. Ja. Das ist doch nicht schlimm. Weil dann können wir vielleicht was braten. Ja, genau. Möchte jemand baden gehen? Nein. Nein. Das ist schon eine Stange widerlich. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. So, ich baue. Warum habe ich jetzt ein Männchen mit so eine 4? Was mit einer 4? Ein Männchen mit einer. Ah, du bist. Ach, da. Du bist überladen. Du bist 4 überladen, genau. Du kannst, also wenn du Punkte hast, so Fähigkeitenpunkte, dann kannst du auch also verschiedene Dinge skillen. Also ich blitz ganz schnell. Hat irgendwer die Tür offen gelassen? Ich schwitz ganz schnell nebenan und hole unser Zeugs. Also was ich tragen kann. Wo kann ich das sehen? Warte. Guck mal da oben in dieser Leiste, da ist doch, das sieht aus wie so hier diesen, wie heißt diese Mütze? Oh, warte mal. Ach so, ja, diese da. Fertigkeiten, ja. Okay. Geh da mal drauf. Ach, du Schande. Und da kannst du dann Punkte, ich weiß nicht, wie viel kannst du Punkte schon vergeben? Manus Lebensbalken? Manu, du bist am Sterben. Wieso? Warum ist dein Lebensbalken so komisch? Ich habe vorhin einen auf die Nuschel gekriegt, aber. Du hast schon ganz schön heftige Augen, weißt du das? Guck mal hier. Was habe ich? Alter, was hast du denn für Augen? Guck mal in den Stream rein. Ja, ich bin ja. Ey! Ja, Hölle. Das sieht aus wie eine Schlange. Uah, ich will nicht in die Badewanne. Uah. So, was wolltest du jetzt? Ich kann ja mal. Das kann ich da. Kampfeigenschaften. So, ich nehme jetzt erstmal nur einen Teil mit, nicht alles. Ja. Nimm mal Steine, warte mal, Nitrat. Vielleicht reicht das tatsächlich schon, um uns die Schmiede zu bauen. Also, dann haben wir auch den Kochtopf. Nehmen wir zu viel mit, wie ich kann, den Rest holen wir morgen. Micky hat geschrieben, baut da nicht zu viel Questgebäude. Tiptop und Sunshine sind halb tot. Bisschen Heilung essen und dann ist alles wieder gut. Ja, Bobo machen, da kommt gerade jemand angedackelt. Ich habe keine Zeit, mein Hase. Tschüss, gut Nacht. Ich sage jetzt mal Hallo, Dartfan. Ich habe heute tatsächlich nicht alle einzeln begrüßt, tatsächlich. Ja. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Was ist das hier alles? Ein Fahrradscheinwerfer? Scheinwerfer. So. Achso, das hast du gefunden, ja. Man findet wahnsinnig viel Kram. Also erstmal alles behalten. Pulver. Kaffee. Aber jetzt bin ich immer noch nicht weiter mit diesen. Ja. Wo? Oh. Stärke, Donnerbüchse, Prügel, Peter, Schädel. Vor allen Dingen, also für dich ist vielleicht, siehst du da unten Packesel? Da lohnt sich immer ein bisschen reinzumachen. Weil allgemeine Stärke eigentlich. Sexueller Tyranno. Was ist denn? Was ist denn? Ja, wirst du stärker halt, ne? Sexy Rexy, gell? Ach, ich dachte, ich krieg Sexappeal. Einmal in meinem Leben ein bisschen Sexappeal. Ja, und Packesel, dann Chefkoch und so. Und wer sieht nun schlimmer aus? Ihr oder die Zombies? Das war ja jetzt wohl ein Späßchen, Kai. Oder? Also, hab ich doch. Prügel, Peter und sexueller T-Rex.
Ja, du musst, wenn du zum Beispiel gerne mit einem Knüppel arbeitest, dann ist Prügelpeter zum Beispiel auch ganz gut. Ja, also ich mache zum Beispiel sehr viel in den Bogen, weil ich ja immer, egal bei was, ich spiele meistens oder viel mit dem Bogen immer. Und jetzt habe ich, nur noch eins bei diesem Packdingbums. Aber jetzt kann ich hier den Lumpensammler nicht machen. Lumpensammler? Jetzt musst du wahrscheinlich erst auf Allgemeine, also oben ins Attribut Stärke, überhaupt mal einsetzen. Ach, jetzt muss ich hier auch einen Punkt drin versenken? Ja. So viel Punkte gibt's doch gar nicht. Ah doch, du kriegst schon, also wirst sehen, also auch wenn wir die erste Horde haben und so weiter. Mach das jetzt einfach, ich habe keine Ahnung, ob das so gut ist. Was sexueller Tisane raus. Auf schonungslose, nicht enden wollende Angriffe und verschlage deinen Opfern mit deiner eisernen Ausdauer nicht nur die Sprache. Bankwärmer. Verringert die Ausdauerkosten, Nahkampfwaffen und Werkzeuge um 8%. Darf ich mir mal deine Nerdbrille leihen? 10 Euro. 10 Jetons, wie heißen die Dinger? Nee, brauche ich nicht. Warte mal, wie viele Punkte habe ich denn? Jeton aus Dukes Casino. Ich habe noch 2. Okay, okay. Hat zufällig jemand die Schmiede schon gelernt? Ja. Natürlich, so. Okay. Hatte Marie Andrina nicht eine Taschenmod für die Rüstung? Ja, hast du? Ja, kannst du. Aber hat, ja, in die Schuhe. Was hast du an? Die Stiefel, Cowboy-Stiefel. Nee, Beinschienen. Beinschienen habe ich an. Da kannst du die Dinger reinmachen. Genau. Und dann habe ich mehr Platz, oder was ist das? Und dann hast du jetzt mehr Plätze in deinem Inventar. Das ist nicht viel. Aber abschließen müssen das immer noch. Abschließen, genau. Ja. Ich habe schon wieder Hunger. Haben wir Eisenrohre? Warte mal. Wie sehen die aus? In den Dingens waren die. In der Kiste habe ich welche reingetan. Ja, da muss ich nochmal raus. Bin gleich wieder das da. Ist Nacht! Das sind so dunkle, graue Rohre. So. Ich bin da gleich wieder da. Ich bin wieder geölte Blitz. Du hast dir das Essen in die Brille geschoben. Wer kann, der kann. Ja, na. Prügelpeter für Andrina. Oh Gott. Zum Bleistift. Eisenrohre, yay. Bring die Eisenrohre. Saß der eben schon bei der Typ hier? Ja, der ist schon lange tot. Vergiss es, lass mich, ich habe keine Zeit. Also, ja, sie hat mich über die Balken hier unten aufgeklärt, die sie hier unten. Das Grüne war Essen und das Blaue war Lila oder was auch immer. Trinken. Ja, genau. Blau ist Trinken, Grün ist. Aber das Futter. Ist doch noch relativ voll, oder nicht? Aber Futter, da müssen wir was machen. Ich habe noch hier. Ich habe mich verlaufen. 3 Dosen Chili, ich habe noch 2 Dosen Birnen, ich habe noch 2 Dosen Jam. Ich werde jetzt mal gucken hier. Wenn ich jetzt. Du hast vorhin gesagt, ich soll die Dose zerlegen. Was wird das dann? Metall. Ich habe einen Revolver! Ich mache. Schön. Wo hast du den denn her? Rezepte Speck mit Eiern. Wo waren wir denn jetzt? Ich habe mich verlaufen. Chefkoch. Wo ist denn das blöde Apartmenthaus? Aber ich habe keine Munition jetzt. Nee. Bin ich jetzt schon völlig mischucke? Guck doch, wo wir sind. Du läufst weg von uns weg. Ja, ich komm doch. Aber ich habe hier ein paar Zombelinos im Stück. Aber wenn ich diese Waffe, die ich jetzt hier habe, ne? Diese selbstgebaute Pistole. Ja. Oh, ich frage mich die ganze Zeit wegen Lichter. Da habe ich jetzt keine Munition für, oder? Was ist das für 9mm? Die haben wir in der Kiste, haben wir 9mm. Ja, da ist die gut. So, den habe ich mal platt gemacht. 14 ist 9mm Patronen hast du. Hatte ich. Ja. Die habe ich in die Kiste gepackt. Ja, jetzt laufe ich aber nicht nochmal zurück. Nein. Können wir morgen machen. Dann kannst du dir den Muni holen. Ja? Bin gleich da. Was passiert denn, wenn ich das zerlege? Was denn? Dann kriegst du Eis. Sag mal. Verleg mal. Das ist Eisen? Das sieht aus wie. Ach, ich keine Ahnung nicht. Ja, das ist Eisen. Das sieht so ein bisschen anders aus, aber es ist Eisen, ja.
Okay. Ich bin wieder da. Mit der Rüstung laufen, schießen, und der Revolver hält. Wird uns keiner nervt. Ihr seid auf der anderen Seite. Ich bin auf der anderen Seite. Moment. Gut. Ach da. So, ich komme zu euch. Hm. Ich baue nämlich jetzt eine Schmiede. Oh, kannst du eine? Ja. Nein, kann ich immer noch nicht. Was fehlt mir denn jetzt noch? Klebeband. Jetzt gehe ich nicht nochmal rüber. Haben wir Klebeband? Ich habe Klebeband, warte mal. Das hier Kleber habe ich, aber kein Klebeband. Klebeband. Nee. Stoff? Hast du Stoff auch? Stoff habe ich 8. Ja. Und du hast Kleber? Ja. Kleber habe ich auch. 4. Ja, dann mach mal bitte aus Kleber und Stoff Klebeband. Da ist Kleber. Ich brauche. Drei Klebeband, bitte. Ja, mache ich dir. Dann mache ich nämlich schnell den Schmied, dann können wir einen Kochtopf und dann können wir richtig kochen. Ich bin nämlich kann jetzt man auch die kurz aber Micky hat doch gesagt, das soll man hier nicht bauen wegen Questgebäude. Ja, das können wir dann wieder hochnehmen. Warte, hier, guck mal. Warte. Das können wir wieder hoch. Lieber knüppeln, schießen, lockt Zombies an. Geben dem Was fehlt mir denn jetzt immer noch? Ich hab Leder. Hat jemand von euch Leder? Leder? Ja, das eins habe ich. Das sieht aus wie so ein kleines Tierchen. Hier, wie ein Teppichvorleger. Ja. Nee, nee. Da. Okay, dann gehe ich mal auf Suche nach Leder. Ich brauche 2 Leder noch. Oh, hier ist ein Hund. Wo ist der? Dann haben wir Leder. Draußen. Oh, der hat unten Ferala noch dazu. Scheiße. Wir müssen uns irgendwo hoch und runter schießen am besten. So, dass der nicht auch zu uns draufkommt. Vergiss es. Der wird uns töten. Mit 3 Mann. Jawohl. Jetzt haben wir Leder und zu essen haben wir auch. Sehr schön. Genau, jetzt haben wir Leder und dann kann. Wir müssen jetzt. Jetzt zerlegen. Sehr gut. Oh, wir kriegen aber gleich nochmal Besuch. Ich baue hier gerade mal erst zu. Erstmal kurz sammeln. Oh! Guck dir den! Ah! Kräfte! Wo kommt der denn her? Ich bin gleich tot. Tot. Ich muss mal kurz weg. Oh, Mist. Moment, ich muss mal meinen Bogen holen. Moment. Wow. Ich habe 3 Lebenspunkte. Sehr schön. Sehr gut. Achso, ja, aber ich hab gedacht. Was mache ich denn jetzt? 3 Lebenspunkte? Ich habe gebrochen, ich habe. Hast du eine Schmerztablette? Hast du einen Verband? Ich habe einen Verband. Was hast du gebrochen? Keine Ahnung. Hier, Schiene. Nimm die Schiene auf dem Bett. Schiene, das benutzen. Ja, was hast du noch? Ich habe ein Biohazard. Hast du einen Honig? Nein. Ah, der ist drüben. Was hast du noch? Ja. Und ein Knie, warte mal, Knie, Schrammen und blaue Flecken. Schrammen und blaue Flecken? Erste Hilfeverbände, da habe ich einen, warte. Ja. Ja, das ist gut, dann mach mal. So, und das Antibiotika, das holen wir, später. Wie spät haben wir denn? Mein Name ist verstaucht, wodurch eine Waffen. Ja, das ist nicht schlimm. Dann kannst, wenn er nur verstaucht ist, weil da kannst du den Verband nicht benutzen. Das heilt nach 7 Minuten, ist das wieder weg. Benutzen. Kannst du benutzen? Oh Leute, was macht die mit mir? Mein Herz. So, kann ich jetzt endlich meine Schmiede bauen? Wo bist du? Ich kann dir das Leder mal eben geben. Ich hab 11 ja jetzt, aber warte. Warte, ich will nur hier gerade mal die Tür einbauen, ja, ein bisschen Ruhe haben. Hilft jetzt noch ein Verband, hilft jetzt nicht, ne? Also, nur die. So, ich hab die Tür mal ein bisschen. Auf dem Bett, ja? Ja, so, dann baue ich uns hier hinten rein mal die Schmiede, die können wir ja nachher wieder hochheben. Das hast ist du ja nicht ein Verband angelegt, oder was? 3 schon. Ja, okay. Das nur einen benutzen. Jetzt glaube ich, ach, ich hab gar keinen. Also, brauchst du einen Verband? Nee, ich hab. Ach nee. So, fertigen. Und dann können wir gleich essen. Weil ich bin hier echt kurz vorm. Ja, ich muss auch essen, also. Ja. Ich bin dehydriert, das auch noch. Ach du Heiliger. Benutzen.
Also ich habe 7 leere Gläser, müssen wir nur mal waschen. Ja, ich habe hier extra das schmutzige Wasser mitgenommen, das können wir gleich abkochen. Die Schmiede ist gleich fertig. Und dann können wir... Nee, warte mal, das Wasser können wir doch schon kochen.